Herzlich willkommen auf dem Zeitraffer Reisekanal. Neben Reisevideos finden Sie auch Vorher-Nachher-Videos auf diesem Kanal. Unser heutiger Ausflug geht nach Neuburg an der Donau. Neuburg liegt ca. 25 Kilometer westlich von Ingolstadt. Das malerische Stadtzentrum Neuburgs wurde vor allem durch das Schloss bekannt. Unser Stadtbummel beginnt auf dem Parkplatz Schlösselwiese und führt uns über die Elisenbrücke direkt ins Stadtzentrum. Durch das untere Tor geht's direkt zum Karlsplatz im historischen Stadtzentrum von Neuburg. Die Häuser mit den prächtig gestalteten Fassaden lassen die Schönheit und den Prunk der ehemaligen Residenzstadt erahnen. Vom Karlsplatz aus geht es nun weiter durch die historische Innenstadt, vorbei an reich verzierten Giebeln. Ein Stadtrundgang durch die Neuburger Altstadt ist ein Erlebnis für Groß und Klein. Besonders sehenswert ist die katholische Pfarrkirche St. Peter. Sie ist die älteste Kirche in Neuburg. Das obere Tor, auch Rotes Tor genannt, ist ein Bauwerk aus dem 15. Jahrhundert. Im Jahr 1530 ließ Pfalzgraf Otto Heinrich dieses Tor errichten. Auf unserem Weg liegt nun das Schloss Neuburg. Das Renaissance-Schloss beheimatet heute ein Museum und verschiedene Ausstellungen. Der Innenhof des Stadtschlosses ist mit zahlreichen Wandmalereien geschmückt. Diese Art der Wandmalerei nennt man auch Sgraffito, was im Italienischen so viel heißt wie Kratzen. Beim genauen Betrachten der Wandgemälde kann man sehen, dass diese in die Wandflächen gekratzt wurden. Auch ein Besuch der Schlosskapelle ist zu empfehlen. Die Neuburger Schlosskapelle gilt als der älteste protestantische Kirchenraum in Deutschland und wurde 1543 geweiht. Ein besonderes Highlight ist das Deckengemälde, welches im Jahr 1543 von Hans Boxberger geschaffen wurde. Die Kapelle wird auch für Konzertveranstaltungen genutzt. Wussten Sie schon, dass es auf diesem Kanal Reisevideos mit historischen Einblendungen gibt? Wir zeigen Orte heute und gestern. Mehr Infos dazu oben rechts in der Einblendung mit dem i. In der Altstadt laden zahlreiche Wirtshäuser und Biergärten zum Verweilen ein. Der idyllische Stadtkern mit seinen kleinen Straßen und Gassen hat zu jeder Jahreszeit einen ganz besonderen Reiz. Mit einem Blick auf das Neuburger Stadtschloss verabschieden wir uns. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann geben Sie bitte einen Daumen nach oben und abonnieren am besten unseren Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Vielen Dank!